Hallo Cowboy, es ist wieder soweit. Die Sonne geht auf und dementsprechend ist es wieder Zeit für ein neues Let's Play in World of Tanks. Und hier gespielt der IS-3 von GeForce 1500 Secret-Linie im Begegnungsgefecht. Ja, wie ihr seht, also wie schon angekündigt, IS-3 Secret-Linie und ich bin sehr gespannt, weil ich mag den Panzer selber sehr gerne. Also es war meine erste Reihe, die ich zum 10er durchgespielt habe und ab dem KV-1S damals wurde sie richtig, richtig gut. Und auch davor, die Panzer wären schon gut gewesen, hätte ich damals einigermaßen gut spielen können. Aber wie gesagt, ab dem KV-1S habe ich mich mit dem KV-1S, dem IS, dem IS-3, dem IS-8 und dem IS-7 wirklich mit allen sehr wohl gefühlt. Jetzt hoffe ich, dass es dem GeForce ähnlich geht und er uns hier ordentlich was präsentieren kann. Auf jeden Fall ist er wie gemacht für so eine Stadtkarte. Da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich heimisch. Und da kann er performen. Den Weg, den er aber jetzt direkt zurücklegt, den finde ich sehr spannend. Wow, das war ein Snapshot. Weil hier ist er natürlich arschschnell offen jetzt. Und genau, kommt dann gerne mal eine auf die Mütze. Aber er hat es geschafft. Fast unbeschadet mit einem toten Funker. Oder doch nicht. Hier in die Basis zu kommen, beziehungsweise in die Stadt zu kommen. Ich habe doch gehört, Funke ausgefallen. Warum ist der Funker noch drin und das Repkit ist noch da? Gibt's doch gar nicht. Naja. Vielleicht auch ein Replay-Bug. Alles möglich. So, macht er hier den LTDB weg? Der hat ihn seinem Funker rausgeschossen? Ne. Hätte gleich die Revenge-Keule schwingen können, aber hat wohl nicht sollen sein. Der WZ. Oder IS-6. Ja. Ich würde einfach irgendeine nehmen und der macht es genauso. Hat jetzt hier auch eine schöne Stelle. Schnell, 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 schnell. Reload, reload. Nee, da hat er die Kugel einen weiten Bogen dann nach oben gemacht. So, auf dem WZ kommt er da definitiv nicht mehr drauf. Der fährt gerade so, dass er sich nicht von ihm beschießen lassen muss. Der IS-6 wiederum, aber. Oh, oder KV, ja. Jetzt. Schönen Helm. Richtig genau so. Hinten fahrt ein T-37 durch. So, der Black Prince. Ja, der Black Prince schießt auch mit HE. Ganz spannend. So, KV-3 prallt ab. Dürfte eigentlich na, doch nicht gehen. Winkel ist ein bisschen zu hart. Hat sehr viele HE-Granaten beim IS-3 dabei, sehe ich gerade. Genau. Richtigen KV-3 da einfach auf den Helm schießen. Da hat er genug Penetration, um da auch durchzukommen. Der Black Prince hat einen härteren Helm. Da bist du wieder daheim. Genau. Aktuell 4 zu 4, 2300 Schaden, aber er macht es genau clever. Überdreht nicht, macht es hier. Spielt es dieses smooth und sanft runter. So, jetzt hätte er. Jetzt, 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 jetzt! Aufs Laufrad! Hätte ihn aufs Laufrad geschossen, hätte A den Schaden gemacht und hätte auch B noch ihn gekettet. Jetzt war unnötig, da hätte er ein bisschen weiter runterschießen müssen. Da hat er nicht das smooth runtergespielt, sondern wurde auch ein bisschen ungeduldig. Das wird ein schwieriger Schuss, den sehe ich jetzt schon. Aber könnte klappen. Ja, schön. Hat der WZ. Da, was hat er denn da geschrieben? Unrutsch. Ist er Unrutsch geworden? So, jetzt hier der T-37. Schöner Hit. Der war wiederum nice. So, da hinten ist ein IS-3 mittlerweile am Horizont zu erspähen. Ich wollte gerade sagen, jetzt darf er weiter mal vorfahren.
Da ist nicht mehr viel zum Holen. KV4. Naja, bisschen zoomen, bisschen entweder Auto-Aim oder zoomen. Eins von beiden darf es machen beim KV4. Der ist nicht so leicht. Genau, der klappt. Sehr schön. Jetzt steht es mittlerweile 10 zu 5, 11 zu 5. Und er hat knapp 4000 Schaden gemacht, aber nur einen Kill. Bisschen unverdient, also da hätte er ein bisschen mehr Kills haben dürfen. So, jetzt ist hier, jetzt kriegt er höchstens noch den Tiger oder hätte noch auf den IS-3 gehen können. Aber er entscheidet sich für den Tiger. Da ist er. Ja, ein Emmen hat er wirklich nicht nötig, beziehungsweise anzuhalten. Snapshot-Künstler ist auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, kriegt er den Kill noch oder nicht? Jetzt steht's gut. Ja, er umfahrt ihn. Oh, schön. 4.500 Schaden, 2 Kills gemacht. Wie gesagt, von den Kills hätte ich ihm auf jeden Fall noch einen mehr zugestanden. Das wäre verdient gewesen. Aber jetzt lebt nur noch der IS-3. Die Frage ist, kriegt er da noch was davon ab? Ich bezweifle es etwas. Dafür kriegt der IS-3 da noch einiges weg. Der ist da ganz entspannt und glücklich auf seiner Position. Hinten jetzt schon der WZ-111. Spätestens wenn der AMX-50 jetzt da daherkommt, wird es für den IS-3 unangenehm. So. Jetzt muss er... Naja, der steht da schon sehr gut. Macht er schon nicht doof. Jetzt willst du doch da nicht... Nee, da steht er hinterhalb. Genau. Da lang dem WZ immer nach. Ja, der IS-3, der hat jetzt natürlich ein ganz schön scheiß Leben. So jetzt da von vorne und von hinten jeweils die Gegner zu bekommen. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht mal mehr gedacht, dass er ansatzweise noch was von dem IS-3 bekommen kann. Ja, da trifft er sogar noch einmal. Macht seine fast 5000 Schaden klar. Vielleicht kriegt er sogar noch einen Kill. Nee, kriegt er nicht. Nee, kriegt er nicht, aber knapp 5000 Schaden gemacht und 2 Kills. War eine sehr ordentliche Runde und hat so gut wie keine HP verloren, bis auf den LTTB am Anfang. Von dem her, vielleicht sogar ein bisschen aggressiver fahren, dann kriegt er noch einen Kill mehr. Aber scheißegal. Panzerass, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.